Das ist meine Sophia. Heute kann sie wieder feiern. Nach ihrem Sturz war ihre Überlebenschance gleich null. Bis die DRF-Luftrettung kam. Ich bin selber Vater von 2 Kindern. Und Einsätze mit Kindern oder wo Kinder zu Schaden kommen, sind immer sehr, sehr emotional belastend. Das sind Einsätze, die ich definitiv nachverfolge. Im Fall von Sophia habe ich regelmäßig mit der Mutter telefoniert, mit dem Vater telefoniert. Ich habe regelmäßig Kontakt aufgenommen mit der Klinik, wo sie gerade in Behandlung war. Das habe ich definitiv gemacht. Und das finde ich auch wichtig, solche Fälle nachzuverfolgen. Werde Luftretter, schenke Leben neu. Spende jetzt auf werdeluftretter.de.